Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder euer SimDaisy und heute zeige ich euch meinen neuen Lamborghini. Du hast wahrscheinlich schon eine Thumbnail gesehen, das heißt, vielleicht soll ich keine Zeit verlieren, ich zeige dir einfach mal direkt mein neues Auto. Boom! Das ist meine neue Kiste, wollte ich gerade sagen. Für die Leute, die mir schon die mir auf Instagram folgen, die haben es schon gesehen. Ich habe die schon ein bisschen länger jetzt. Aber ich habe es bisher noch nicht auf YouTube gezeigt, deswegen mache ich das mal. Das ist mein neuer Wagen. Ein Lamborghini Aventador Roadster. Ich weiß, ich kann das Roadster nicht so aussprechen. Was das bedeutet, ist, dass ich den Top hier abmachen kann. Das heißt, es ist ein Cabrio. Und ihr seht, er ist komplett weiß. Ich muss noch mal gucken, ob ich den vielleicht umfoliere. Hinten könnt ihr sehen, sieht das richtig krass aus mit dem Glas. Alles richtig nice. Ich zeige euch mal ganz kurz von so. Damn. Ich muss echt sagen, Leute, das ist definitiv absoluter Traumwagen. Also es freut mich wirklich, dass ich die Möglichkeit habe. Warte, ich muss mal ganz kurz die Kamera hier. Die Kamera ganz kurz mal sauber machen. Weil ich sehe ja immer eure Kommentare, wo ihr mir sagt, mach mal deine Kamera sauber, das mache ich jetzt. Hätte ich mal vormachen sollen, ne? Also es ist ein richtig nice Teil, wie gesagt, Cabrio, absoluter Traumwagen. Wie gesagt, ich freue mich mega, dass ich die Möglichkeit habe, den zu besitzen. Ich zeige euch mal ganz kurz, selbstverständlich Flügeltüren. Ja, ich muss dir mal zeigen, wie das ist, wenn man beide Türen aufmacht. Das sieht einfach Hammer aus, Digga. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Jetzt kommen natürlich ganze Leute, ist ein bisschen Corona-Zeit hier, nicht so gut. So sieht das aus, wenn man die Türen auf hat. Richtig nice, oder? Ich wollte damals immer ein Auto mit Flügeltüren haben, weil ich dachte, ein Auto mit Flügeltüren ist das absolute Nonplusultra. Hier könnt ihr sehen, Aventador, richtig, richtig geil. Der ist gerade ein bisschen, der ist tatsächlich sauber gemacht, weil da war ein bisschen schmutziger vorher. Hier in Dubai ist es leider so, dass es sehr sonnig ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist schon direkt, wenn ich das vielleicht so halte, direkt Sand drauf. Ich habe den gestern sauber gemacht. Naja. So, wie gesagt, das kann ich abmachen. Ich zeige euch mal ganz kurz von drinnen. So sieht das Ganze von drinnen aus. Richtig wie so ein Cockpit kann man hier sehen. Ne? Das ist eigentlich fast wie beim Huracan. Ihr habt ja, vielleicht wisst ihr ja schon, ich habe in Deutschland den Lamborghini Huracan gehabt. Auch ein richtig geiles Auto. Ich bin sogar eigentlich der Meinung, dass vom Fahrgefühl her der Huracan besser ist als der Aventador, weil Aventador ein bisschen teurer ist. Aber ich zeige euch mal ganz kurz den Sound, weil das will ich euch ja nicht vorenthalten. Richtig, richtig nice, Alter. Ich freue mich mega. Ich mache mal wieder aus, bevor das ein bisschen laut wird. Ich habe mir ganz kurz überlegt, ich werde dir doch wahrscheinlich einmal kurz zeigen, wie sich der Motor anhört, wenn ich mal Gas gebe. Okay, vielleicht soll ich das nicht hier machen, mein Nachbar denkt wahrscheinlich, was ist los mit dem Jungen? Der Junge ist nur am Nerven. I'm sorry, ladies and gentlemen, I'm sorry. Das Ding ist, der hat Strada und Sportmodus. Sportmodus ist immer extra laut, der macht richtig Lärm, so richtig. Aber das benutze ich nicht so oft, weil das ist dann ein bisschen zu doll auf Angeber. Und apropos Angeber, ich zeige euch das Auto jetzt nicht, um zu sagen, ich bin der Geilste, ich habe einen Aventador. Ich habe den Wagen schon länger, ich habe es bisher noch nicht gezeigt, nur auf Instagram habe ich gesagt. Deswegen möchte ich euch eigentlich damit motivieren. Und ich bin der Meinung, es ist ganz simpel. Ich bin wirklich der Meinung, wenn du wirklich Gas gibst, dass du, wenn du überhaupt möchtest, dir auch irgendwann so einen Lamborghini Aventador holen kannst. Und wenn du gönnst zum Beispiel, dann kriegst du gutes Karma. Ne? Also wenn du mir diesen Aventador gönnst, viele tun es wahrscheinlich nicht, aber wenn du mir den hier gönnst, dann kriegst du gutes Karma, gute Energie. Das heißt, smash einfach mal den Like-Button. Wenn du einfach mal tatsächlich sagst, okay, geil, würde ich auch gerne haben, dann hau mal jetzt ein Like bei diesem Video raus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das positive Energie ist, die du damit ausgibst und die dann zurück zu dir kommst. Was nicht sofort heißt, dass du jetzt direkt einen Aventador bekommst, aber sei positiv, weißt du? Also, ich wünsche dir Glück, dass du auch einen bekommst. Definitiv mal einen Daumen hoch. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie man, das ist nämlich, der Wagen ist anders als der Huracan, wie gesagt. Hier macht man nämlich, den Kofferraum auf, vorne, was ein bisschen, habe ich ein bisschen gebraucht, das herauszufinden. So, und der Kofferraum ist echt nicht groß, wie man hier sehen kann. Na, kann man doch nicht sehen, ja, so. Der Kofferraum ist echt nicht groß, hier habe ich ein bisschen Müll drin, wie ihr sehen könnt. So, den Top, also diese... Das hier
das machst du auf und packst es dann hier in den Kofferraum rein. Das kannst du hier sehen. Das wird dann hier eingehakt. Das heißt, wenn du Cabrio aufhast, dann kannst du nichts in den Kofferraum packen. Das ist unmöglich. Das ist halt kein Auto, was du einfach mal jetzt täglich fahren solltest. Ich mache es aber schon. Das ist mein Daily Driving. Und der Motor ist auch richtig, richtig geil. Der Motor ist hinten, hinter dieser Verglasung hier. Ich würde das gerne aufmachen, ich bin ein bisschen zu faul gerade. Ich zeige euch aber ganz kurz. Wenn du dich jetzt fragst, wie macht man diesen Top hier auf? Man muss hier hinter den Sitz so ein Ding machen. Bing, und dann geht das auf. Aber bin ich hier ehrlich, habe ich gerade nicht so Lust zu, das zu machen, weil das schwer ist. Das machst du alles mit der Hand, ne? Das machst du tatsächlich alles mit der Hand. Das ist nicht automatisch. Es ist eine richtige Maschine, das Ding, ne? So, ich mach das mal wieder zu. Hier. As for Simon, you know what it is. Und ja, das ist mein neuer Wagen. Mal gucken, vielleicht kommen einige Videos damit. Wenn du damit Videos sehen willst, auch mal gerne einen dicken Daumen hoch geben. Und ich hoffe, oh, es ist ein bisschen heiß. Ich hoffe für dich wirklich, dass du deine Träume verwirklichst und ein bisschen lebst, so, ne? Also, das war immer mein Traumwagen. Eigentlich war Lamborghini allgemein mein Traumwagen. Gallardo wollte ich immer haben. Jetzt habe ich einen Aventador, auch geil. Aber ich freue mich wirklich und mal gucken, was die Zeit bringt. Bisher, jedes Mal, wenn ich drin sitze, fühlt sich immer noch geil an. Also wie beim ersten Mal. Du sitzt drinne, fährst das Ding und denkst einfach nur, nice. Und darum geht es auch im Leben. Einfach genießen. Also Leute, das war es jetzt mal von mir, von meiner Seite. Ihr kennt jetzt meinen neuen Wagen, der Lamborghini Aventador Worldstar. Komplett weiß. Ich wollte ihn noch folieren. Wenn du eine Idee hast, welche Farbe es sein soll, schreib gerne mal in die Kommentare rein. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Dein Junge, Simon Dayz2. Peace.